Weiter geht's mit Gungeon. Ganz schön. Okay, ist ganz cool, weil es durch... Ah! Ah! Es summoned ja wirklich irgendwelche Viecher. Wahrscheinlich erst, wenn es unten angelangt ist, beim letzten Schuss. Wenn ich nicht vorher nachlade. Okay. Wofür sind die Viecher da? Vielleicht... Vielleicht... sind die ja hilfreich. Fuck. Okay, momentan machen sie gar nichts. Sondern stehen nur im Weg. Halbwegs. Ja. Nutzen haben die jetzt nicht. Aber okay. Okay, wir haben keinen Schlüssel, brauchen wir noch nicht da rechts hingehen. Gehen wir mal hier lang. Careful. Gehen wir mal hier hoch. Das nehme ich doch. Laser Rifle, Alter, geil. Laser Rifle. Alright. Shit. Fuck. Fucking hell. Gehen wir da oben lang. Vielleicht ist auf dem Weg nach unten in die Kammer noch einen Schlüssel zu finden. Ja, vielleicht lenkt er die ab. Komische Augenmonster-Typ. Alright, alright, alright. Careful now. Oh, fuck. Er arbeitet für mich. Sehr gut. Okay, wenn er die tatsächlich da reinschmeißt, dann ist es schon mal ein geiles Viech. Dann ist es doch gar nicht mehr so scheiße. Schade eigentlich. Naja. Gut. Kaufe ich mir. Was? Shotgun Kin can be dangerous if they back you into a corner. Ja, und so wie ich bewiesen habe, können die auch sehr gefährlich sein, wenn sie mich nicht in den Corner backen. Sondern allgemein. Shit, die Doppelfiecher. Obwohl ich ja die perfekte Waffe habe jetzt. Denn die geht durch beide durch. Trigger Twins. Meine Freunde haben mir geholfen. Die sind sehr gut im Boss-Battle, weil sie sich dann verteilen auf dem Feld. Und dann machen die mehr Damage. Haha! Shield of the Maiden unlocked. Thanks, man. Noch so ein Ding, was mir nichts bringt. Was haben wir das? Escape Rope. Master Round. First Chamber. Noch ein Herz. Okay. Lass mich mal eben gucken, was ich jetzt alles aufgesammelt habe. Shield of the Maiden has joined the shootout.
Okay. Okay. Ist das gut? Ist das schlecht? Die Bosse, ey. Wait a second, please. Enemies. Ist da jetzt ein Shield of the Maiden dazugekommen, oder? Bei den Items. Ich versteh's nicht. Ah, hier. Accepted Galaxy-wide. Send a currency throughout hegemony of man-controlled systems. Order new guns and items for storage in the dungeon. Hmm. Vielleicht wurde das jetzt dafür benutzt. Obwohl, nee, ich hab's hier oben noch. Drei. Weird. Kann ich das irgendwie auch kaufen? Nö. Seltsam. Ja, works anywhere. Escape rope. Escape from a sealed room. Another standard adventurer's tool rendered less useful by the dungeon's mysterious topology. Instead of returning to the surface, the rope will only provide an escape from a single room. Sometimes, though, that's all you need. Okay. First chamber. This rare artifact indicates mastery of the first chamber. Apocryphal texts recovered from cultists of the order indicate that the gun and the bullet are linked somehow. Okay. Heißt das jetzt, ich habe alle Level 1 Bosse besiegt, oder was? Oder auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß auch nicht, was Shield of the Maiden joined the fucking whatever bedeutet. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nichts. Und ich bin very confused. Very confused. Oh shit. Sonne, ey. So nicht mit mir, du blöde Drecksonne. Crap. Blöden Schweine. There we go. Einen Raum habe ich schon mal hingekriegt. Crap. What the fuck? Was sind das alles für Gegner? Oh Gott. Okay, der ist also ähnlich wie die anderen Gummidinger. Nur halt magisch. Nur halt noch ein bisschen Magie zusätzlich. Was natürlich sehr gut ist. Sehr, sehr geil. Ah, da sind die Viecher von eben, ey. Alter, fuck! What the fucking hell? Ah, Shield of the Maiden. Hat mir, glaube ich, einen extra Lebensbalken gegeben. Das kann sein. Ah, fuck. Bringt mir jetzt aber nicht so viel. Fucking hell. Hey, das war ein schwerer Raum. Schwer. Sehr, sehr schwer. Fand ich persönlich. Gut. Haben wir nochmal Glück gehabt. Die Räume mit den Fallen sind eher gut für uns, nicht für den Rest. Munition ist auch immer gut. Naja. Im nächsten Raum gibt es vielleicht was Besseres. Scheißdreck. Naja. Kann ich deinen Laptop haben?
Ja. Das war jetzt eher ein bisschen scheiße. Mensch, dann. Was haben wir denn nochmal für coole hier? Ich meine, der Hund ist ja eigentlich schon... Wir nehmen mal den Piloten. Dann haben wir eine Chance, die Kisten aufzukriegen. Und wenn wir was kaufen müssen, ist es auch billiger. Wie viel billiger, sehen wir ja gleich. Aber es sollte doch schon mal cool sein. Okay. Ich habe so eine Laserpistole. There we go. Onwards. Fuck. Treffen ist nicht so meine Stärke. Oh, fuck. Ausweichen auch nicht. Come on, man. Just die. Could you please do that for me? Fucking hell. Come on, just die. Come on, just die. Wow, die Waffe von dem ist echt scheiße. Er hat auch keine zweite Waffe. Das heißt, das ist richtig, richtig scheiße. Aber gut. Alright. Interessanter Raum. Den habe ich eher selten gesehen hier. Also noch nie. Eigentlich. Ist aber hübsch. Careful now, careful! Uiuiuiui. Ah, ich sehe. Ist mir gerade erst aufgefallen, dass diese Fledermäuse sich einfach generell auflösen. Also braucht man eigentlich nicht drauf schießen. Awesome, what the fuck, warum ist das so groß? Explosive rounds. Mega Blast. Add small explosive charges to some shots fired. Sehe ich jetzt nicht direkt. Aber könnte ja ziemlich stark sein. Besonders jetzt bei so einer Unendlich-Waffe. Sollte das doch... Oh yeah! Alright, mate. Just die, please. Ooh, no. Come on, come on, come on. Just die, please. Come on, come on, come on. Doch, das mit dem Explosive-Ding ist schon mal sehr gut. Besonders, da es ja passiv ist. Auf die Weise... ist es einfach nur hilfreich. Kein Nachteil. Drecksvogel, explodiere. Careful now. Fucking hell, der ist auf Entfernung, aber auch echt schlecht mit dieser Waffe. There we go. Lief doch gar nicht schlecht. Ich habe da drüben ein Herz vergessen. There it is. Sehr gut. Habe ich wieder zwei. Okay, kriege ich im zweiten Dungeon automatisch ein viertes Herz? Oder habe ich das jetzt nur eben gekriegt?
muss ich mal drauf achten. Falls ich überhaupt noch mal wieder in den zweiten Dungeon komme. Momentan läuft es ja noch gut. There you go, you fucking bird bastard. You bastards, I will kill you. Lass mal in den Shop. Huch. Das ist aber ein bisschen komisch. Ich kann nicht in den Shop, hä? Okay. Das ist jetzt mal sehr, sehr seltsam hier. Ich brauche einen doppelten Schlüssel. Und diese Tür spuckt mir ins Gesicht, wenn ich versuche, es aufzuschließen. Mit meinem Lockpick. Das heißt also, das wird nicht funktionieren. So wie das aussieht. So. Hier, mal gucken, ob wir das aufkriegen. Nein. Obwohl, warte mal, ich hab's ja noch gar nicht versucht. There we go. Cool. Snowballer, kennen wir ja. War jetzt, wenn die Erinnerung noch richtig ist, nicht so geil. Allerdings besser als die Standardwaffe. Muss ich jetzt wieder aufladen erst? Nee. Es geht nur bei Kisten, also. Ist auch okay. Machen wir das halt so. Obwohl, ist gar nicht schlecht. Hey, hey. Ziemlich gut sogar. Aber gefährlich. Denn auf diesem Eis hat man wenig Kontrolle. Das heißt denn also, ist eigentlich eine Waffe, die schon fast mehr Nachteile hat als Vorteile. Besonders in einem Bossfight. Denn da braucht man schon seine Manövrierfähigkeit. Aber schauen wir mal hier erstmal. Shotgun Coffee. Okay, volles Herz 26, kostet normalerweise 30. Armor kostet normalerweise 25. Ja. Ich würde sagen, some gun juniors can catch your bullets and fire them back at you. Time your shots well. Okay, erstmal das hier. Und vielleicht komme ich nochmal wieder für den Shotgun Coffee. Das wäre ja doch eigentlich gar nicht mal schlecht. So ein Kaffee aus einer Shotgun hergestellt. Klingt meiner Meinung nach sehr gut. Okay, noch nicht ganz. Erstmal hier lang. Benutze ich denn den Snowballer im Boss Battle? Also gegen diese Ritter, das ist geil. Allgemein ist es schon ziemlich gut. Ich versuch's mal. Schauen wir mal, welcher Gegner es überhaupt ist. Ah. A different version of the fucking Gatling Gun Man. Diesmal haben wir hier explosive Fässer und viele Büsche, die uns theoretisch einen Schuss Das sieht ein bisschen komisch aus. Obwohl, es friert ihn ein bisschen ein. Fuck! Da dreht sich doch schon ein bisschen schneller um, als ich mir das gedacht hätte.
So wie der da jetzt stand, dachte ich mir, trifft er mich an der Stelle nicht. Aber man sollte eben immer so ein bisschen seinen Abstand halten. Ansonsten passiert so ein Scheiß. Weg, raus hier. In der nächsten Folge nehme ich wieder einen anderen. Vielleicht den Marine. Vielleicht auch wieder meinen Hunter. Naja, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.